Leute, der Winter ist langsam da. Also zumindest der Herbst. Es wird Zeit für was Warmes zu trinken. Und für warme Jacken. Und da zeige ich euch ein paar. Wenn es zu Jacken kommt, oder wenn es kalt wird und wenn es zu Jacken kommt, führt eigentlich nichts an Carinthia vorbei. Der Meinung bin ich auch. Also es gibt tolle Jacken von Carinthia und ich möchte meine Schlafsackjacke, meine Hick, möchte ich überhaupt nicht missen. Meine Frau liebt die auch und ich habe auch noch eine dünnere Jacke. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute mal drei Alternativen zeigen, die eben nicht Carinthia sind und die auch warm halten auf verschiedenen Ebenen, aber auch in verschiedenen Styles. Und wir fangen an mit der Triple Ord Design Equilibrium. Ja, zeige ich mal von allen Seiten. So weit, so unauffällig möchte man meinen. Diese Jacke basiert auf der 3 Alpha, also dem PCU 3 Alpha der Army. Heißt deswegen 3 Alpha, weil es mit dem Polartec Alpha gefüttert ist. Das ist eine Entwicklung von Polartec, die eben dafür gemacht wurde, dass man sowohl in Bewegung als auch statisch warm bleibt. Also ist so eine ganz klassische Midlayer. Ich schätze diese Jacke sehr. Jetzt bei diesem Wetter, also es wird schon langsam kalt und ich trage sie einfach auf dem täglichen Weg zur Arbeit hin und zurück. Und es hat den Vorteil, dass ich sie auch im Auto anlassen kann, ohne dass man jetzt unfassbar überhitzt. Aber wenn man draußen ist, wenn es kalt ist, spendet sie eine angenehme Wärme, also sowohl aktiv als auch wenn man passiv irgendwo nur sitzt. Dafür ist sie gedacht, also tatsächlich, um da auch noch was drüber zu werfen. Im Militär, wie gesagt, die Level PCU, schaut euch das gerne nochmal an. Wie gesagt, ist das die Variante 3 Alpha. Die Firma Triple Ord Design, die das herstellt, war früher tatsächlich so, dass sie viel technische Sachen oder technisch-militärische Sachen kombiniert hat und das auch mit einem gewissen Style-Faktor. Immer auch tatsächlich eher auf dem hochpreisigen Level. Hat mir früher besser gefallen als jetzt. Aktuell gehen sie einen Weg, der mir nicht so gut gefällt, so rein von der Optik her. Aber haben früher tatsächlich ganz hervorragende Sachen gemacht, die einfach aus diesen Outdoor-Firmen, Outdoor-Military-Tactical-Firmen so ein bisschen rausgestochen haben. Aber that being said, finde ich die Jacke dennoch nach wie vor ganz hervorragend. Wie ihr seht, sitzt die recht, ja, recht sportlich. Ne, zum Vergleich, ich wiege um die 100 Kilo, bin 1,72 groß und das ist eine L, also kann man noch tragen. Vorteil ist allerdings auch, das kann man hier sehen, dass sie hier, man kann das, wenn man das sehen kann, noch gut Stretch mit eingearbeitet hat, sodass man wirklich gut beweglich ist in der Jacke. Das ist wirklich ganz hervorragend. Zum Taschendesign relativ klassisch. Man hat hier oben eine kleine gefütterte Innentasche, kann man auch sehen. Ja, geht hier bis hier hoch. Ideal für das Handy, ne? Für Leute wie ich, die gerne auch mal die Hände in der Hosentasche haben oder so in der Tasche haben. Diese Handwarmer-Pockets, auch großzügig, kriegt man auch ein bisschen was mit rein. Da drin ist jetzt nichts irgendwie, dass noch ein D-Ring drin wäre oder halt geschwindelt. In der linken Tasche, ja, ist auch noch eine Nylonschlaufe, in der rechten auch, wo man auch tatsächlich was befestigen kann. Ja, seht ihr mal, habe ich jetzt gerade rausgefunden. Habe ich bisher also noch nicht so oft genutzt. Schön finde ich tatsächlich auch diese Backpocket hier. Hier hinten, wo man ganz hervorragend Dinge, die sonst so ein bisschen auftragen würden in den Fronttaschen, ne, hier einen Schlauchschal gut reinbekommt. Also, das gefällt mir wirklich gut. Also schon relativ klassisch vom Design her. Ich würde fast sagen minimalistisch. Schönes Detail auch hier ist, dass die Taschen nach oben aufgehen, ja, und nach unten zu. Ja, also auch ein schönes Detail, sodass sie nicht auszusehen runtergehen können, wenn ich da irgendwas drin habe. Also, klassischer Midlayer. Ideal würde ich sagen für Temperaturen so ab 10 Grad bis um die 5 Grad.
um, wenn man in Bewegung ist, die wirklich anzubehalten. Und wenn man das kombiniert mit einem Base Layer, also mit irgendwas Langärmlichen drunter, sei es Woolpower oder sei es Merino-Wolle oder irgendwas anderes, ist man damit schön warm angezogen. Tolle Jacke, wenn man in Bewegung ist und ab und zu mal statisch ist, um sich wirklich warm zu halten. Hier könnt ihr sehen, wie ich ganz besonders gut fangen kann, ich aber auch besonders helle bin, weil ich nämlich das Mikrofon direkt mit eingepackt habe. Man kann die Jacke in die Rücktasche oder in die Rückentasche einpacken und so sieht das dann aus. Ich liebe diese Jacke. Der Prometheus Design Works Stratus Down Hoodie. Es ist wirklich unfassbar, was Daune für eine kuschelige Wärme sofort spendet, wenn man es anhat. Und das ist wirklich diese Jacke und dafür schätze ich sie sehr. Für die ganz aufmerksamen Zuschauer in unserem ersten Video, was wir gepostet haben, hatte ich auch diese Jacke an. Das war, glaube ich, im Januar oder irgendwann. Also, wenn es schon kälter wird, eine Daunenjacke ist immer was Feines. Der größte Feind der Daunenjacke ist Nässe. Also, wenn Daunen nass werden, ist die Isolationswirkung beinahe dahin. Und da haben sich auch Prometheus Design Works Gedanken gemacht und die Füllung, also diese Daunen hier, die hier drin sind, sind an sich nochmal geschützt. Die sind beschichtet, sodass die auch wasserfest sind und deswegen länger trocken bleiben. Heißt nicht, dass das eine Regenjacke ist. Also, wenn ich jetzt im strömenden Regen bin, brauche ich die nicht anziehen oder nicht anlassen. Aber es gibt mir die Zeit, wenn es wirklich im Strömen regnet, auf einmal anfängt und ich habe diese Jacke an, habe ich noch genügend Zeit, meine Hardshell mir anzuziehen und ja, und dann entsprechend trocken zu bleiben. Gehen wir auch hier mal durch die Spezifikation oder durch die Features, die die Jacke hat. Wir fangen oben an. Die Kapuze, ja, ich mache auch mal komplett zu, nehme das Mikrofon kurz ab. Kapuze. Ich persönlich mag Kapuzen, auch wenn ich sie gar nicht so oft trage, aber wenn es wirklich, wenn man, ihr kennt dieses Gefühl, morgens ist es, die Kälte ist schon so in einen reingekrochen oder man geht aus dem Schlafsack raus und hat dann so eine Kapuze, das ist wirklich was Tolles. Nachteil bisher war immer, dass viele Kapuzen eben ein so ein kaltes Nylon-Gefühl gegeben haben. Auch hier haben sich Prometheus Design Works Gedanken gemacht. Ja, das hier ist ein ganz kuscheliges, weiches Vlies, also eine schöne weiche, ein schöner weicher Liner, der das direkt kuschelig warm macht, wenn man es anzieht oder wenn man die Kapuze aufsetzt. Wir haben hier, ne, die allseits beliebte Brusttasche, relativ Standard, auch innen nochmal eine Innentasche, ja, wo man nochmal was reinpacken kann. Und man hat ebenfalls mit dem Vlies, mit diesem Feinvlies, was auch in der Kapuze ist, nochmal schöne ja, Bauchtaschen, würde ich jetzt nennen. Ihr könnt sehen, hier ja, gezogen runter und hier drin sind auch zur Regulierung des Abschlusses hier, also des Bündchens, des Bundes hier unten. Ja, Adjustoren drin sozusagen, sodass man das von aus den Hosentaschen machen kann. Also vom Fit her, auch das ist eine L. Hier ist noch gut geschnitten, sodass man da noch locker was drunter ziehen kann. Gibt eine wirklich kuschelige Kälte. Hier würde ich auch sagen, 5 bis minus 5 Grad kann man diese Jacke wirklich gut noch tragen, je nachdem mit dem, was man drunter trägt. Ist aber auch als Schicht geplant, wo man noch was drüber tragen kann. Ansonsten, soweit so gut. Prometheus Design Works, guckt da ruhig mal hin. Ich persönlich mag die Designs von Patrick York Ma sehr. Auch er hat keinen militärischen Hintergrund, aber vom Mind her so ein Ingenieur, der also einfach Dinge immer besser machen will und damit eben auch so, ich sag mal, taktische Elemente und technische Elemente gerne verknüpft. Und das spiegelt sich in der ganzen Range, die Prometheus Design herstellt, wieder. Auch diese Jacke kann man, wie ihr seht, in seine eigene Tasche verstauen. Und auch hier ist wieder der Ingenieursgeist von Patrick Ma spürbar. Man hat also jetzt dieses Kuschelige, was in den Taschen ist, außen.
Und hat ein kleines Reisekissen, worauf man auch tatsächlich sehr bequem schlafen kann. Tatsächlich wird noch mitgeliefert eine Verpackung, eine Hülle, die in Reisekissenform ist, na, sodass man das tatsächlich auch als Reisekissen nutzen kann. Zum Vergleich, na, links die Tadgear, etwas dünnere, und hier die Daunenjacke von PDW. Outdoor schön und gut, aber eine schöne, warme, robuste Jacke muss nicht unfassbar teuer sein. Und deswegen hier noch eine Variante von Carhartt. Die Carhartt Armstrong ist eine gefütterte Arbeitsjacke und man merkt einfach, dass es eine Arbeitsjacke ist. Das Außenmaterial, Duck Canvas, das ist richtig fett. Also ich habe die jetzt schon bestimmt, boah, mehrere Jahre, und die ist immer noch steif, aber auch die, wenn man sie trägt, spendet sofort eine wohlige Wärme. Es ist eine einfache Polyesterfüllung, ja, könnt ihr hier sehen, aber nichtsdestotrotz für den harten Gebrauch absolut geeignet, weil eh da was kaputt geht, das dauert. Also perfekt, um draußen zu arbeiten, um am Feuer zu sitzen oder einfach eine stabile Jacke für draußen zu haben. Hier tatsächlich, ja, Armstrong, ihr seht hinten, dass die hier, dass hier noch Bewegungsfalten sind, sodass, obwohl das eine M ist, ja, ich bin normalerweise ein L-Träger, aber amerikanische Größen, also die fallen schon sehr, sehr groß aus. Das ist eine M, und man kann die noch sehr gut tragen und die Bewegungsfreiheit ist auf jeden Fall gegeben. Zu den Details: Einschubtaschen, so Känguru-Taschen, wie man sie von einem Hoodie kennt, Kordkragen, ja, auch mit Druckknöpfen, sodass man hier eine Kapuze anbringen könnte, wenn man das möchte. Und ansonsten fetter Reißverschluss, und innen einmal eine Innentasche mit Klett und einmal eine mit Reißverschluss. Also, mir war es wichtig, hier jetzt auch mal was zu zeigen, was nicht das Budget sprengt. Wenn wir die Carhartt, die Tadgear-Jacke von ganz von Anfang an liegen wir bei ungefähr 140 Dollar, bei der Prometheus Design Works bei 240 Dollar und bei der hier liegt man halt bei 100, je nachdem, wo man es kauft, 120 Dollar oder sogar 120 Euro. Made in Mexiko, Arbeitskleidung, macht man nie was falsch und eben auch eine robuste Jacke, um draußen nicht zu frieren. Die kalte Jahreszeit ist da. Ich habe euch jetzt mal drei Varianten vorgestellt. Ja, zweimal technisch-taktische und einmal klassische Arbeitskleidung, die einfach aber auch warm machen. Also genau das, was man jetzt braucht. Und mir war es wichtig, dass ich mal ein paar Alternativen zu Carinthia vorstelle. Nicht, weil Carinthia schlecht ist, sondern weil man oft das Gefühl hat, es gibt nichts anderes. Ne? Zumal immer, wenn man diese taktischen Sachen trägt, fällt das sofort auf. Und naja, Greyman ist dann natürlich nicht mehr. Natürlich gibt es auch noch Snugpack, auch sehr gute Wärmebekleidung, auch preisgünstig, preiswert auf jeden Fall. Das kann ich auch nur ans Herz legen. Guck dir mal, was es da gibt. Und ansonsten, ja, hoffe ich einfach, dass es euch gefallen hat, mal ein paar andere Marken kennenzulernen. Dann wünsche ich euch einen warmen Winter. Genießt die Zeit, geht raus, tut Dinge und bleibt immer warm angezogen. Bleibt prepared, bis zum nächsten Mal.